Willkommen zur zweiten Folge von Dr. Rosalind und Dr. Watts versuchen das Leben einer Person zu verschönern, ihm das letzte, den letzten Wunsch zu erfüllen. Mit dabei ist der Paradies John. Hallo. So, wir haben eben schon die nette Ehefrau hier genannt. Ich glaube, Wir wenn wir können hier, sich irgendwo. glaube, wenn wir Wir hier, ich glaube, wenn wir hier können. hochkommen, kommt eine Nachricht, ja. Hey, wie wär's damit? Wir gehen zuerst zum Patienten und wühlen dann in seinem Zeug rum. Wow, seit wann bist du denn so edelmütig? Seid ihr diese schwere Kiste? Aber vielleicht in die Küche. Nein. Lass uns mit der Spurensuche warten, bis wir aufgebaut haben, Sherlock. Gib dir gleich Sherlock. Haha, du bist Watson. Nein, du bist Watts. Watts heißt schon. Ein. Ah ja, richtig, ich bin Watts. Ein Topf mit einem selbstgezogenen Hibiskus. Hibiskus ist toll. Hinter dem Fernseher hängt ein Hochzeitsfoto. Das Paar wirkt glücklich. Hinter dem Fernseher. Sind Wird die die Fotos Frage in der Hochzeitsfoto? Oh, verschlossen? ist. Das interessiert mich nicht, dass es verschlossen ist. Da kann ich mich später einbrechen. Mit dem Dietrich. Oder mit dem Detlef, das geht auch. Oder ist der Flieger, ja. Ein Modell eines kleinen Starflügelflugzeugs. Starflügelflugzeug. Starflügelflugzeug. 5:45 wird zurückgeflogen. Ach nee, das war ein anderes Let's Play. Das ist ein Sohn, glaube ich, ne? Ja. Mach ich dir, mach, Wie ja. mach du denn besser? Sind Sie. Sie sind sicher wie ich in meines Vaters gekommen. Sie sind der Sohn des Patienten? Ha, ich bin sofort gekommen, als ich es gehört habe. Aber wir können uns später unterhalten. Wollen Sie nicht erstmal alles aufbauen? Die Kiste sieht sehr schwer aus. Siehst du, wenigstens er versteht mich. Warum ballen Sie nicht erstmal Ihre Maschine auf den Tisch dort? Weil Rosalind Watts ein bisschen feuern, weiß gar nicht, foltern. Das Lied vom festen Dihydrogenmonoxid und beschleunigter Oxidation. Dihydrogenmonoxid ist Wasser, übrigens. Für alle Nichtchemiker. Und dann erlagen auch sie ihren Ich hab tödlichen mal in einem Verletzungen. Restaurant, habe ich bestellt, was Das wollen ist Sie der denn trinken? letzte Da habe ich der. gesagt, eine Flasche, die, also, da habe ich genau das gesagt. Dihydrogenmonoxid. Man könnte ja jetzt auch nur Dihydroxidoxid sagen. Ja. Hydrogenoxid sagen wir mal. Also, nein, da. Nein, danke, das erinnert mich zu sehr an meinen Job. Sind Sie bereit anzufangen? Schon. Ja, noch einen Augenblick. Reicht der Ström hier aus? Warum fragen das immer alle? Es wird schon hinhauen, keine Sorge. Doch zuerst mal machen Sie sich bereit für einen absolut filmreifen Stromausfall. Oh, da haben Sie wohl ein stabileres Stromnetz als unser Firmensitz. Das ist aber gleich, das ist gleichzeitig beruhigend und beängstigend. Bei uns sind sie in guten Händen. Wir machen das regelmäßig. Zu regelmäßig, um ehrlich zu sein. Und sie kriegen das wirklich hin. Was meinen Sie damit? Der Günther, der liegt hier schon. Sie können Ist der seinen Kohle. Wunsch wirklich erfüllen. Wir werden. Jedenfalls unser Bestes geben, Mann. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn. Aber es ist nur in seinem Kopf. Er wird wohl kaum den Unterschied merken. Wie dem auch sei, schießen Sie los. Was wünscht er sich? Ja. Das will er uns jetzt nicht sagen. Er sagt, es betrifft uns nicht und
verbreiten uns keine Gedanken drum machen. Gell? Ja, klingt ja, als hätte er nichts zu verbergen. Also das ist schon in Ordnung. Wir hören es ja bald genug von ihm selber. Steht es nicht auch in seinen Unterlagen? Ja, aber wer liest sie schon? Hey, nur ein Scherz. Aber jetzt mal im Ernst, wo ist die Akte hin? War sie nicht in der Kiste? Nein, hab sie wohl im Auto vergessen. Oh, na gut, ich schätze mal, wir haben ohnehin noch Zeit, während die Maschine hochfährt. Steckte, ja. Der Watson, da muss ich um die Maschine kümmern. Tja, irgendjemand muss die Akte holen. Dieser irgendjemand könntest du sein. Aber du warst es, der sie vergessen hat. Genau, soll ich zurück zum Auto gehen und sie nochmal vergessen? Oh Gott. Ich hab das System aktualisiert, jetzt konfiguriert es sich praktisch von selbst. Sehr gut, das spart uns Zeit. Sie wollen schon anfangen, was? Hey, ich kenne sie doch. Ja, ist schon eine Weile, ja. Aber waren diesen Patienten nicht Dr. Winters und Dr. Lim zugeteilt? Ja, aber zum damaligen Zeitpunkt waren sie ja ausgelastet. Darum haben wir übernommen. Hat ihnen den Hintern gerettet. Die Ironie dabei ist, wie sich gezeigt hat, gibt es heute noch nichts für sie zu tun. Doch. Und bei ihrem Job kann man wohl nie wissen, wann es soweit ist. Wie dem auch sei, kümmern sie sich nicht um mich. Ich sehe nur schnell nach dem Patienten. Willst du die Akte holen? Ja, ich gehe jetzt die Akte holen. Versuchen sie nicht zu stören. Störungen erschweren nur meine Arbeit. Müssen sie nicht noch etwas holen, bevor wir anfangen können? Bin gleich wieder da. Kommen Sie zu mir, bevor Sie rausgehen. Ich habe etwas für Sie. Ja, das sollte helfen. Kabelloser Kontrollmonitor zum Inventar hinzugefügt. Sehr gut. Wenn er jetzt einen Herzausfall bekäme, würden wir mir das wohl auch einen verpassen. Ich freue mich. Ein verstaubtes Cello mit zahlreichen Kratzern auf dem Griffbrett. Ich überlasse das Herumschnüffeln lieber Nele. Er hat genug Zeit, während ich zum Auto unterwegs bin. Und dann gehe ich halt zum Auto. Wir können nochmal mit dem Azure reden. Mit dem Sohnemann. Willst du dich nicht beeilen und zum Auto gehen, bevor noch jemand aufbricht? Was soll's denn da zu stehlen geben? Meine Äpfel? Nee, deine Belohnung. Die habe ich immer an mir. Zwei Stück. Gibt's irgendwas, was ich für sie tun kann? Ich hole nur schnell etwas aus dem Auto, aber sie könnten gleich Dr. Watts herumführen. Okay, verstanden. Mach ich gerne. Bist du gleich gegen den Tisch gelaufen? Da läuft sie mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Oh, ich kann zwischen Charakteren wechseln. Ich glaube, das willst du jetzt machen. Glaube ich auch. Goodie. Ja, jetzt ist sie im automatisierten Einrichtungsmodus. Also, was kann die jetzt? Yep, das ist mein Werk. Das ist nur, damit ich mal blau machen kann. Aber stattdessen muss ich Hintergrundinfos über den Patienten sammeln. Na gut, ich werfe derweil ein Auge auf den Patienten. Klingt das eklig, bitte sehen Sie einfach nach ihm. Ich werfe ein... Och nee. Da können Sie mich herumführen, mein Herr. Kann ich irgendwie behilflich sein, Doktor? Wenn wir uns gleich im Kopf Ihres Vaters umsehen, könnten wir uns ein paar Hintergrundinfos helfen. Naja, aber ich bin laut im Rümmelstand und ein echt geselligter Mensch. Er hat stets hart gearbeitet,
um seine Familie zu unterstützen und er hat sich immer Zeit für uns genommen. Obwohl in letzter Zeit? Da lag er im Bett. Na, nicht wirklich ungewöhnlich für seinen Lebensabschnitt, schätze ich. Hören Sie, ich möchte nur ungern Grabinschriften formulieren, bevor es angebracht ist. Ja. Sehe ich Sie etwas herumwirren, wie alles geregelt ist, bis alles geregelt ist, vielleicht wird das ein bisschen helfen. Klasse, dann brauche ich gar nicht erst fragen. Notiz, Pilot im Ruhestand erhalten. Escher ist der Gruppe beigetreten. Oder folgt mir uns? Gruselig. Vielleicht können wir auf den Balkon gehen. Können wir jetzt nochmal das Buch lesen? Oh, jetzt sagen die nichts mehr. Ach ja. Wie schön. Und zurück. Sieht aus wie die Balkons von hier, der Birdstock. Ja, das erinnert mich allgemein stark an der Birdstock. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es auch eine Art Auskopplung ist. Ja, die Unterhosen liegen da wohl. Müssen sie dort wirklich suchen? Ja, hier steht's nochmal. Er enthält eine überraschend große Anzahl ordentlich zusammengelegter langer Unterhosen. So, holen wir uns mal Klavier an. Weißt du, was lustig ist? Ein abgenutztes Digitalpiano. Ja. Was denn? Der einzige Charakter in dem Bereich hier, der. Das ist der, ich wollte nicht gerade reden, weil der andere liegt ja am Bett. Dieses alte Keyboard meiner Mutter. Die hat da richtig drauf rumgeklimpert. Sie hat mich mit dem Klang in den Schlaf gewischt, als ich noch so klar war. So klar, schauen Sie mal. Wir haben alle unsere Wiegenlieder, aber mein Favorit war Beethovens 5. Ja. Verstaubtes Cello mit zahlreichen Kratzern auf dem Griffbrett. Spielt sie auch Cello? Na, das gehört meinem Papa. Früher hat er öfter drauf gespielt. Und sieht so aus, als hätte es schon eine ganze Weile niemand mehr angefasst. Stimmt, wahrscheinlich strengt ist sein Handgelenk zu stark ein. Außerdem liegt er ja gerade im Bett. Ja, genau genommen spielt er normalerweise nur die Tonladern. Nicht wirklich die Art von Musik, die man gerne hört. Ja, da stimme ich dazu. Notiz, abgenutztes Cello erhalten. Ach stimmt, hier kann man ja durchgehen hier. Wo ist denn jetzt Escher hin? Da geht Eva wird es lieben. Klopapier. Hallo? Code 32, Eva. Code 32. Bring das in Ordnung. Nö, keine Lust. Verflixt nochmal. Ich komme rüber. Hä? Was ist denn los? Es hat einen Grund, dass das da drauf muss. So, okay. War das jetzt so schwer? Und was dich angeht, schäm dich, meinen Ordnungsfimmel auszunutzen. Schäm dich! Hey, vielleicht braucht sie ein bisschen Bewegung. Oh, boah, ist der gemein. Code 32, also Klopapier, was nicht auf der dafür vorgesehenen Haltung ist. Kreizig, ach, jetzt ist er plötzlich wieder da, hat sich hinter. Ne, man geht, man geht. Der hat gewartet, bis du raus bist. Ich bin noch durchgegangen. Ja, man wusste ja, dachte, vielleicht gehst du ja auf Klo, was abzahlen oder so. Guck, die Olympia hier. Jetzt ist mal. Dings. Die Orchidee blinkt. Apart mit nur 2 Etagen erinnert mich an einen Doppeldeckerbus. Diese Etage ist hauptsächlich für Wartungszwecke. Wir haben nur diesen kleinen Lagerraum wie uns. Entschuldigen Sie die Unordnung, sieht so aus, als hätten Sie einiges aussortiert. Hat er gerade gesagt, entschuldigen Sie die Ordnung? Keine Ahnung. Eins haben Sie anscheinend übersehen. Oh, da liegt noch ein Buch drin, ja. Ich glaube, das ist das Buch nicht. Da haben wir schon, das haben wir schon eine richtig ganze große Weile. Der Vater hat das Klebeband dran gelöst. Aber der ist wohl nicht weggeworfen.
Ja, das ist tatsächlich mit Klebeband zugeklebt. Er will wohl nicht, dass es jemand liest, was? Naja, unter normalen Umständen hätte ich gesagt, lassen wir es zu, um seine Privatsphäre zu bewahren, aber es ist laut Vertrag jetzt irgendein, also I don't know. Ja, komm, mach mal auf. Namen der Wissenschaft und des Kunden. Bestimmt nichts Interessantes drin. Wahnsinn! Wo steht da? Nichts. Hä? Absolut nichts. Es ist nur ein Haufen leerer verglitterter Seiten. Geheimstinte. Und anscheinend wurden sie einfach wieder an den Buchrücken geklebt. Wie seltsam. Gib mal Milch. Oder jemand hat die Seiten rausgenommen, hat andere Seiten mit reingemacht. Sicher. Aber warum ist die Seite vor Ewigkeit? Vielleicht ist das, was dort stand, verbleist? Wahrscheinlich. Jedenfalls kann ich so damit nicht wieder anfangen. Rufen wir woanders weiter. Notiz, grünes Buch erhalten. Eine Schiebermütze hängt an der Garderobe. Ein antiker Spiegel mit einer Staubschicht. Da spiegelt sich der Staub. Ein schlaffer alter Fußball. Da kommt eine Erinnerung auf die. Ihre? Sicher. Wie sein Geschenk aus meiner Kindheit. Wenn ich mich recht erinnere. Notiz alter Fußball erhalten. Damit haben wir gekickert. Ich sag dir, es gegen den Fortuna Albersbach haben wir gewonnen. Ein Bücherregal voller aller. Ich Fortuna Düsseldorf. Ja. Wir haben doch Kindergarten gegen Kindergarten gespielt. Regionalliga. Und wir, unser Kindergarten, die Käsegruppe, hat gewonnen. Ein verblichenes Brust einer tropischen Insel, ein Grab von einer Lagune und ein Barriereriff. Könnte der gleiche Ort wie auf dem Bild im Schlafzimmer sein. Ist aber auch ein schöner Ort. Ne? Mit dem werden wir bestimmt noch zu tun kriegen. Grätzi. Topf mit einem selbstgezogenen Hibiskus. Huch, sind die nicht tropisch? Kann ich nicht sagen, darum gehört sich meine Mutter. Die haben wahrscheinlich so lange bei uns. Wie ich zurückdenken kann, also die Orchideen gab es immer, nicht? Ist so eine Art Familientradition. Notiz Hibiskus erhalten. Ach, ist ja gar keine Orchidee, Entschuldigung. Das Hochzeitfoto ihrer Eltern, stimmt's? Genau, das sind die beiden. Ich weiß noch, als Kind habe ich mich wegen des Bildes geschämt, aber doch irgendwie schön, dass sie es beibehalten haben. Nicht beibehalten. Guck mal, was Rosalind so macht. Die stand die ganze Zeit vor der Tür. Nett. Du musst ja was hochspringen, wieder. Muss mal bald die Unterlagen aus dem Auto, würde ich vorstellen. Ja. Du hast Kartoffel. Ja. Hey, du hast deinen Bären wieder. Stimmt, eine nette Tante hat in meinem braunen Kleid in den Teich gehüpft und hat sie mir rausgeholt. Voll toll. Gehüpft? Ja. Ja, dabei nicht mal das Wasser berühren. Nicht mal das Wasser berühren. Alles klar. Da sagt deinen Eltern bitte, dass sie ein bisschen auf deinen Zuckerkonsum achten mögen. Ja. Alkoholkonsum, ja. Na, Zucker ist die größte Droge. Also die größtverbreitete, meistverbreitete Droge. Ja. Der Welt. Und hat auch am meisten versuchtete. Schon fertig. Es ist ihnen nicht weise. Ist sie nicht weggestorben, oder? Nein, ich hab nur was vergessen. Oder besser gesagt, mein Kollege. Aber hey, das möchte ich dort nicht hoffen, dass sie uns wegstirbt, so schnell. Können wir auch im Inventar nachgucken hier. Nein, er lebt noch. Ja, ich bin für ihn das Reisen. Er lebt noch. Wir leben noch. Eine Sicherheitsschleuse. Schlau. Oh, vielleicht hatte sie doch nicht gelogen gehabt. Machst du? Wer ist dem Tode nahe, Schätzchen? Verzeihen Sie, Ma'am? Der Kittel mit dem Firmenlogo, Sie sind von Sigmund. Wenn ihr hier Nein, seid, nicht, dann ist die Zeit von jemandem abgelaufen. Colin Reeds, kennen Sie ihn? Verstehe. Diese alte Schlampe.
Ja, und seine Frau sind mit mir und meinem Ehemann hier häufiger spazieren gegangen. Schlamper, bitte geben Sie ihr bestes Schätzchen, damit ich ihn noch weiter ärgern kann. Sie scheinen sein Schicksal schon hingenommen zu haben. In Jahr für Jahr die Menschen um einen herum verschwinden, gehen einem irgendwann die Sorgen aus. Aber wem erzähle ich das? Einer Experte. Die mag ich. Das Moped noch da? Ich glaube, wahrscheinlich schon. Der Moped. Wer fährt eigentlich zu einem Altenheim mit einem Moped? Oder alten Anlagen? Vielleicht der Portier. Zum Arbeiten. Von der... Das ist ja auch kein Altenheim, das ist eher so eine Senioren... Ja, Seniorenwohngruppen. Ja. Eine Gruppe ist es ohne, da hat ja jeder seine eigene Wohnung. Gruppen, sag ich auch. Autos sind die Unterlagen auch. Achso, sorry. Dieser Trottel muss hier im Büro liegen lassen. Haben wir nicht erstmal bei dem oben bleiben. Eva! Hi, Roxy! Bist du noch im Büro? Ja, warte gerade auf den Aufzug. Nicht, dass du das verstehen würdest, wo er doch bei dir jedes Mal sofort aufgeht. Was? Das ist ein Gerücht. Ich muss auch auf den Aufzug warten. Ah ja, wann musstest du denn das letzte Mal auf einen warten? Siehste, entweder hast du ein unglaubliches Glück oder... Oh, okay, zum Kürbis nochmal. Nummer zwei. Hör zu. Neil hat die Akte vergessen. Könntest du uns bitte aushelfen? Geht Klammer Bamalama. Gib mir eine Sekunde. Klammer Lama. Was? Mission erfolgreich? Nee, die Akte war nicht im Wagen. Fuck, ich hab sie wohl im Büro gelassen. Keine Sorge, ich habe Roxanne angerufen. Sie wird sie finden und uns einen Scan schicken. Diesen Scan wird sie uns aber erst in der nächsten Folge schicken. Wenn überhaupt. Ja. Wir verabschieden uns zurück ins Studio. Für diese Folge.